Die Rapid-Viertelstunde wird Ihnen präsentiert von Immo United. Herzlich willkommen zur 207. Ausgabe der Rapid-Viertelstunde auf W24. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich melde mich aus der Rekordmeisterbar bei uns im Stadion. Treffen sich viele Rapid-Fans und außerdem kann man hier sehr gut essen. Wir kommen zu den Themen der heutigen Rapid-Viertelstunde und die sind sehr interessant. Happy Birthday, Peter Backhult. Rapids letzter Meistertrainer ist 60. Informationen zur ordentlichen Hauptversammlung des SK Rapid. Und Rapid Insight, die Abteilung Finanzen und Organisationsentwicklung. Unser erstes Thema in der heutigen Rapid-Viertelstunde ist wieder unsere Rubrik Rapid Insight. Wir schauen uns wieder eine Abteilung des SK Rapid an und diese heißt dieses Mal Finanzen und Organisationsentwicklung. Herzlich willkommen, Raphael Landthaler. Servus, Andi. Raphael, Finanzen ist klar, aber was ist Organisationsentwicklung? Ja, eigentlich steckt im Wesentlichen dahinter die IT, wo man sagt, wir wollen die Organisation digitalisieren und die Prozesse effizient gestalten. Und so haben es zumindest wir jetzt für uns ausgelegt. Das war für uns jetzt der Auftrag oder ist der Auftrag, dass wir hier mit unserem IT-Betriebsteam und mit dem Projektteam versuchen, möglichst viele Prozesse effizient zu gestalten, qualitativ hochwertig zu gestalten und da die Kollegen im Haus auch zu unterstützen. Ohne dass ich frech bin, sage ich, ein bisschen schräge Leute, die IT-Leute, oder ist das ein Vorurteil? Ja, das ist bei uns sicherlich ein Vorurteil. Ja. Sie sind alle durch und durch emotional aufgeladen, wenn Rapid gewinnt oder wenn Rapid auch nicht gewinnt. Ja, das merkt man dann schon auch hin und wieder am Montag. Und ich glaube, wenn du es schräg meinst, dann meinst du eher die Nerds, die sich jetzt nicht beeindrucken lassen durch irgendwelche emotionalen Dinge. Das ist bei uns immer nicht der Fall. Das stimmt. Es ist das Aufgabengebiet sehr groß, sehr vielfältig. Ganz kurz in wenigen Sätzen, was gehört da dazu? Ja, es sind eigentlich zwei Hauptbereiche. Einerseits das Daily-Business, Administrative und Daily-Support, wenn irgendwelche Probleme auftreten, egal ob jetzt von Fans herangetragen oder intern. Und das Zweite ist natürlich die konstante Weiterentwicklung des Vereins, unserer digitalen Infrastruktur. Und das ist auch das, was uns gerade am größten einnimmt. Also der Support läuft, die Entwicklung ist halt immer ein Riesending. Ich sehe dich am Matchtag so busy. Das ist unglaublich, was da abgeht. Erzähl uns ein bisschen was. Was ist deine Aufgabe an so einem Spieltag? Ja, Spieltag ist für uns eine Großveranstaltung. Wir sind hier in der Technik auch für die Sicherheit der Leute zuständig. Wir wissen genau, was passieren kann, wenn sich der Zutritt verzögert, wenn Karten nicht funktionieren etc. Wir sind auch bemüht, dem Fan, der bei uns ins Stadion kommt, mit einer funktionierenden Technik in verschiedensten Bereichen, egal ob es die Rapid Marie ist oder die Gastrokassen, dass die möglichst schnell und gut funktionieren. Also da sind schon vom Start bis zur Implementierung, bis zur Inbetriebnahme viele Schritte notwendig. Und dieses Projektmanagement ist eben vor allem bei Martin Stern auch angesiedelt. Ich leite, moderiere eine Arbeitsgruppe, wo wir uns mit der Frage auseinandersetzen, welche technologischen Trends sind kurz- bis mittelfristig für den SK Rapid relevant. Ja, da gibt es so große Themen wie Virtual und Augmented Reality, 5G, Blockchain. Die diskutieren wir, da hören wir uns Vorträge an, da laden wir Vortragende ein und evaluieren. Und das hat auch viel mit neue Dinge ausprobieren zu tun. Letztes Jahr zum Beispiel unser Hack-Weekend, wo dann eine Folge daraus war, der Rapid-Schane, den wir jetzt bei 4 Spielen getestet haben, wo wir einfach schauen, funktioniert das System, kommt es bei unseren Fans gut an und funktioniert zum Beispiel die Schnittstelle in die Gastronomie. Wir drehen das Rad der Zeit ein bisschen zurück. Ich kann mich erinnern, wie du zu Rapid gekommen bist. Wie lange ist das jetzt her? Also angestellt bin ich jetzt seit fast 5 Jahren, aber vor 10 Jahren haben wir uns da kennengelernt, wie ich mir eine Controlling-Software da eingeführt habe. Und ich habe mir damals gedacht, na bumm, das brauchen wir jetzt auch noch bei Rapid. Kann ich mich noch erinnern, ja. Aber es hat sehr viel gebracht. Es ist ein neuer Wind, war plötzlich ist eingekehrt bei Rapid. Controlling,
Veränderung der Abläufe in Sachen Finanzen. Stell uns ganz kurz einmal diese Abteilung Finanzen vor. Ja. Also Finanzen besteht quasi jetzt mal aus drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Claudia, die Sandra und seit neuestem den Hannes. Wir sind zuständig für die Finanzbuchhaltung, für die Kostenrechnung, für die Bilanzerstellung, aber auch für Zahlungsverkehr, Mahnwesen, genauso Planung, Analyse, Reporting, Lizenzierungsverfahren, ganz ein wesentlicher Punkt, der bei der Claudia zusammenläuft, wo sie die administrative Leitung dafür hat. Und auch Bankeinzüge, zum Beispiel Abo Plus und. Ja, das sind alles Themen, die wir hier abwickeln. Eine super Abteilung, tüchtige Mitarbeiter, ein toller Direktor. Danke. Wünsche dir alles Gute. Dankeschön, danke. Wir kommen zum nächsten Beitrag. Es geht um die ordentliche Hauptversammlung des SK Rapid. Diese findet am 25. November um 19 Uhr bei uns hier im Stadion statt. Ja, und da geht es um sehr richtungsweisende Entscheidungen. Es wird ein neuer Präsident gewählt, es wird ein neues Präsidium gewählt. Und wir würden uns freuen, wenn viele Vereinsmitglieder mit dabei sind. Das und noch mehr jetzt in den Rapid News. Rapid News. Das Wahlkomitee des SK Rapid forciert den Wettkampf der Ideen. Zwei Listen, die sich als neues Präsidium bewerben, treten bei der ordentlichen Hauptversammlung am 25. November im Allianzstadion an. Zum einen ist das die Liste von Rapid-Finanzreferenten Martin Bruckner, zum anderen jene von Immo United-Chef Roland Schmidt, hier bei der Präsentation der Immo United-Spieler-Launch im Allianzstadion vor 2,5 Jahren. Er hat sich mit der Liste von Robert Grüneis fusioniert. Wahlberechtigt sind alle, die am Tag der ordentlichen Hauptversammlung zumindest 3 Jahre ohne Unterbrechung Vereinsmitglieder sind. Sie können sich online auf www.skrapid.at über die im Rahmen eines Hearings abgegebenen Konzepte der beiden Listen informieren. Aufgrund der nassen Witterung musste in dieser Woche leider das Schnuppertraining der Special Needs Kids verschoben werden. Die nächste Chance für alle 6- bis 14-Jährigen mit besonderen Bedürfnissen an der Fußballeinheit des Rekordmeisters teilzunehmen, wird im Vorfeld des Liga-Heimspiels der Profis gegen Sturm Graz sein, also am Sonntag, den 24. November, und zwar am Vormittag am Trainingsgelände des Allianzstadions. Details dazu werden noch bekannt gegeben. Der SK Rapid ruft seine Fans dazu auf, besondere grün-weiße Momente, Eindrücke oder Impressionen online zu teilen. Einfach im Zuge eines Heimspiels den Anfahrtsweg zum Stadion, das Aufwärmen der Mannschaft oder etwa den Jubel mit Freunden unter dem Hashtag RapidMoment posten und das jeweilige Profil auf öffentlich stellen. Mit etwas Glück wird der Beitrag dann auf dem offiziellen Instagram- und Facebook-Kanal der Hütteldorfer gezeigt. Dem besten Posting winkt ein Rapid-Heimtrikot mit allen Unterschriften der Spieler. Er wurde mit Rapid österreichischer Meister. Die Rede ist von Peter Backhold. Wir haben ihn eingeladen zu einem Spiel des SK Rapid. Und dort konnten wir auch gratulieren. Er wurde nämlich 60 Jahre. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich freue mich riesig, dass dieser Mann hier neben mir auf der Ersatzbank sitzt. Er feiert seinen 60. Geburtstag oder hat er ihn schon gefeiert. Happy Birthday, Peter Backhold. Schön, dass du da bist. Peter, danke. 60 Jahre, seit wenigen Tagen. Hat sich was geändert mit dem 60er? In Wirklichkeit nicht, außer dass ich jedes Mal auf diese Zahl angesprochen werde. Und das bei mir ein bisschen so immer um mich dumm geistert. Das ist auf einmal 60, dabei fühlst du eigentlich wie ein junges Puppel, aber ist halt so und damit leben wir halt. Gib uns die Möglichkeit, bei diesem kurzen Interview anlässlich deines 60. Geburtstags, dass wir ein bisschen auf deine Karriere zurückblicken, auf deine Rapid-Karriere. Sag mal, was waren für dich die schönsten Erlebnisse? Beginnen wir mal als Spieler. Also da fallen mir natürlich ein, die Spiele gegen Celtic Glasgow, gegen Dynamo Dresden, vor allem gegen Celtic Glasgow. Viele können sich eigentlich nur an das Auswärtstor erinnern, wo wir in Manchester da gespielt haben. Aber für mich persönlich war das Heimtor beim 3-1-Sieg viel schöner, weil das war so ein Solo, so, ich sage es unter Anführungszeichen, so à la Maradona bei der WM, glaube ich, 86. Und das war so ein ähnliches Tor, wo ich da so im Slalom durchgegangen bin. Also von dem her war das
vom Tor her oder für mich ein schönere Tor wie das andere, weil das andere war halt, ich sage jetzt unter Anführungszeichen, relativ einfach, 40 Meter auf dem Tor mal hinlegen, Ball weit vorbeigelegt. Ja, und natürlich dann, wie ich dann als Trainer da zurückgekommen bin, erstens einmal war es schon für mich sensationell, dass du dort zurückkehrst, wo du als Spieler erfolgreich warst, wo du auch deine Spuren hinterlassen hast, und dann kriegst du die Chance, als Rapid-Trainer zum agieren. Und ja, wie man ja die ganze Geschichte weiß, ist das doch eine sehr lange Zeit sehr, sehr gut gegangen. Ich habe natürlich auch im ersten Jahr oder im ersten paar Monaten meine Probleme gehabt, aber das ist ganz normal, wenn ein neuer Trainer mit neuen Vorstellungen gehabt. Ich muss dir ins Wort fallen, aber du kannst dich erinnern, dass man in Ried, ich glaube es war in Ried, wenn die Austria nicht verliert, waren wir letzter gewesen über den Winter, gell? Ja, wir haben daheim in Sturm Graz, gegen Sturm Graz gewonnen, war mal die Voraussetzung, dass man mit einem Sieg nicht gewinnt. Genau. Was mir aber auch natürlich im Kopf ist, ist ein Jahr später, wie wir wieder zurückkommen nach Ried, und der Wirt, wo wir übernachtet haben, hat sich die Zeitung aufgekommen und hat mir diese Zeitung gegeben, und da ist dann drinnen gestanden, ein Rapid-Präsidiumsmitglied sagt ihm, sollten wir heute verlieren, dann ist der Platz bei der Weihnachtsfeier des Trainers frei. Und das hat mich natürlich ein Jahr später auch noch eingeholt, und darum vergisst man sowas nicht. Also Gott sei Dank haben wir dort dann auch ein gutes Spiel gemacht, auch gewonnen. Aber die Situation war für beide Wiener Clubs ein Wahnsinn. 8. 10. Und ja, aber es ist dann mit einem radikalen Schnitt im Sommer, wo es viele dann auch gesagt haben, was tut er, was macht er? Er hat ja doch wertvolle Spieler und Spieler, die was Master geworden sind, Europacup gespielt haben, eliminiert. Aber ich habe gesagt, man muss was ändern. Man muss an den, ich wollte einen anderen Fußball spielen. Hast du irgendwann für dich im Hinterkopf gehabt, wir können da Master werden mit der Mannschaft in Österreich? Natürlich habe ich es irgendwo weit im Hinterkopf gehabt, erfolgreich zu sein. Aber in erster Linie war es für mich wichtig, hier richtig Fuß zu fassen, hier anerkannt zu werden, weil es war natürlich aufgrund meiner Vergangenheit, sportlich und alles, nicht so einfach. Und der Herbst war ja wirklich nicht so einfach. Also wir haben erst sehr, sehr spät ein Spiel gewonnen. Aber ich habe einfach mich da nicht beirren lassen, weil ich habe gewusst, wir müssen den Weg einfach so weitergehen. Und im Endeffekt hat es auch dann noch wunderbar geklappt. Aber natürlich dieser Meistertitel, ich habe, es klingt jetzt komisch, auch wenn es schon sehr lange her ist, bis heute auch noch nicht so richtig verkraftet schon. Aber ich bin am Anfang, die ersten Tage, auch wie man mich sieht, aufstehen, nach dem Alltag spülen. Ich habe das noch gar nicht so richtig einordnen können. Natürlich war die Freude da, aber ich habe vor lauter Freude mich nicht einmal freuen können. Jetzt wird jeder sagen, was redet er für ein Blödsinn, aber es ist auch so gewesen. Ich habe das sehr, sehr lang gebraucht, dass ich erst merke, was ich da geleistet habe oder was wir geleistet haben, der Trainerstab, die Mannschaft war eine tolle Kameradschaft, und umso schlimmer, sage ich es jetzt für mich, dass du noch immer der letzte Meistertrainer bist. Jetzt haben wir 2-19, aber ich denke trotzdem, es wird wieder kommen, es kommt ja so, aber es waren wirklich tolle Zeiten bei Rapid mit dieser Erfolge. Tolle Erlebnisse, danke den Rapid-Fans, danke Rapid, dass ich diese schöne Zeit erleben durfte. Wir sagen danke, unser Meistertrainer, 60. Geburtstag. Danke fürs Interview. Danke, Adi. Also von dieser Stelle noch einmal ein lautes Happy Birthday, Peter Backholt. Alles Gute zum 60. Geburtstag. Das war sie schon wieder, die Rapid-Viertelstunde auf W24. Ganz kurz noch die Vorschau. Rapid spielt in Vorarlberg, und zwar am morgigen Samstag. Es ist der 9. November um 17 Uhr, heißt es, Alltag gegen Rapid. Für alle Rapid-Fans, die mit dabei sind, bitte volle Unterstützung für unsere Mannschaft, und für alle, die zu Hause sind, ganz fest die Daumen drücken für Rapid. Jetzt gibt es dann danach 14 Tage Pause, denn es ist am nächsten Wochenende Länderspielwochenende. Wir hören und sehen uns wieder dann am 22. November um 19.15 Uhr. Es ist wieder ein Freitag. Danke fürs Zuschauen, sagt Andi Marek. Die Rapid-Viertelstunde wurde Ihnen präsentiert von Immo United.